Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Dieses Mal möchte ich euch nämlich ein neues Spiel vorstellen, namens Citadel Forged with Fire. Das Spiel kommt am Mittwoch in den Early Access, also es ist noch nicht mehr richtig erschienen, aber ich durfte an diesem Wochenende einmal die Testversion davon antesten und möchte euch meine Eindrücke zu dem neuen Sandbox-Rollenspiel einmal erzählen. Denn das Spiel hat durchaus einige vielversprechende Aspekte mit dabei. Zunächst einmal, Citadel Forged with Fire ist ein wenig schwierig zu definieren. Es ist eine Mischung aus verschiedenen Genres und wird gerne bezeichnet als ein Sandbox-Rollenspiel mit MMO-Elementen. Es wird auch an einigen Stellen als eine Mischung aus Skyrim, Ark und Harry Potter bezeichnet und alleine das hat schon mein Interesse geweckt und der Trailer, den sie rausgebracht haben, hat sein Übriges dazu getan. Denn der sah schon wirklich interessant aus von einigen Gameplay-Sachen her und entwickelt wird das Ganze in der Unreal 4 Engine, also kann man einen gewissen grafischen Standard schon erwarten. Entwickelt wird das Ganze von den Blue Isle Studios, das sind die Macher von Slender, und zusammen mit Virtual Basement. Das sind Leute, die bereits an Spielen wie Ark oder auch Dark and Light mitgewirkt haben, was ja gerade erst kürzlich in den Early Access gestartet ist, oder geschlittert, je nachdem wie man es nennen möchte. Und daher kann man auch gewisse visuelle Parallelen zwischen all diesen drei Spielen ziehen, denn Virtual Basement hat eben die Assets dafür zur Verfügung gestellt bzw. selbst erstellt. In dem Spiel schlüpft der Spieler in die Rolle eines Magiers, der dann dazu bereit ist, die Welt zu erkunden, Macht zu sammeln und diverse andere Dinge zu tun, was eben in einem Sandbox-Spiel ebenso alles möglich ist. Ein eigenes Haus errichten, eine eigene Festung errichten, an PvP-Schlachten, also richtig großen Magierschlachten und Belagerungen teilnehmen, Tiere zähmen, reiten, je nachdem, ob man ein Pferd zähmt oder einen Drachen zähmt, dann kann man sogar fliegen oder auch mit seinem Besen durch die Lüfte fliegen. Daher dann auch der Harry Potter-Vergleich und die Zauberstäbe tun ebenfalls ihr Übriges dazu. Die ganze Entwicklung dieses Spiels ist sehr interessant, muss ich sagen. Denn vor ungefähr anderthalb Wochen hat noch nie irgendjemand was wahrscheinlich von diesem Spiel gehört. Aber dann kam ein Trailer raus und wie eingangs schon erwähnt, er war sehr faszinierend. Und am Wochenende stand da tatsächlich eine Beta an, ein Public Test oder wie auch immer man das Ganze dann schlussendlich nennen möchte, was sie da veranstaltet haben. Und schon am Mittwoch, also morgen oder übermorgen, je nachdem wann das Video rauskommt und ihr es seht, dann startet auch schon der Early Access. Und genau das ist es eigentlich, was man doch von Spielen will. Keiner hat's auf dem Radar und dann kommt alles Schlag auf Schlag. Vielleicht ist das auch mittlerweile einfach genau der richtige Weg für kleine Studios. Denn Hype über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten, wird immer schwieriger bei der Vielzahl an Spielen. Siehe eben auch Dark and Light. Vom Gameplay her geht es erst einmal darum, dass ihr in diese Welt geschmissen werdet und Material sammeln müsst, wie eben in einem Sandbox-Spiel mittlerweile üblich. Ich würde es fast als ein Sandbox-Survival-Spiel von den Elementen her bezeichnen, aber es gibt keine tatsächlichen Survival-Elemente da drin. Man kann nicht verhungern, man kann nicht erfrieren und man kann auch nicht an Schlafmangel sterben. Sowas gibt es alles nicht. Die einzigen Ressourcen, die man hat, sind Gesundheit und Mana. Das war's dann auch. Wenn Mana auf Null fällt, hat man eben Pech, aber wenn Gesundheit auf Null fällt, stirbt man. Das war's dann auch. Um alle anderen Survival-Sachen muss man sich keine Sorgen machen. Aber es ist wie in den anderen Sandbox-Survival-Spielen so, dass man die Materialien sammelt und dann eine Menge Crafting betreibt. Denn wirklich alles kann hier gecraftet werden. Holzdielen, Wände, eine Schmiede, Zaubertränke, Flugessenzen, Besen und auch Waffen wie zum Beispiel Zauberstäbe oder, naja, richtige Stäbe, wie ich hier in dem Video dann auch verwende. Bei den Waffen muss man sagen, das ist sehr interessant. Denn die Waffen an sich machen nicht viel. Man kann damit ihnen zuschlagen, was nicht besonders toll ist, aber ein bisschen mehr Schaden macht, als wenn man mit ganz normalen Fäusten zuschlägt. Man kann aber diese Waffen mit unterschiedlichen Zaubern ausrüsten. Man kann sie quasi slotten. Man kann die Zauber erlernen, indem man genügend Erfahrungspunkte sammelt und levelt und dann darüber Zauber freischaltet für seine Talentpunkte oder wie auch immer man diese Punkte dann nennen möchte. Und unterschiedliche Zauber erfordern unterschiedliche Waffenarten. Der Feuerball, den ich hier zum Beispiel jetzt demnächst haben werde in diesem Video, da habe ich zum Beispiel nur die Möglichkeit, den Stab zu verwenden, also den richtigen großen Stab. Wenn ich dagegen eine Eiswand oder irgendwas beschwören wollte oder einen Eiszauber, dann müsste ich dafür den kleinen Zauberstab verwenden. Die Zauber werden über die Maustasten gesteuert und man kann sie einfach benutzen, man kann sie aber auch aufladen, wodurch sie dann aber entsprechend mehr Mana verbrauchen, aber auch mehr Schaden anrichten. Und wo wir ohnehin schon beim Crafting sind, man kann ja natürlich auch die Häuser bauen, dort Respawn-Punkte einrichten und eben alles, was man an Häuserbau so kennt aus diesen Sandbox-Spielen. Ich bin da kein sonderlicher Experte drin, ich habe diese Spiele mehr oder minder nie gespielt, daher ist das für mich etwas relativ Neues und ich muss gestehen, ich war am Anfang ein bisschen verloren hier drin. Ich wusste gar nicht, wo man so recht anfangen soll, was man eigentlich machen kann, aber nach ein paar Minuten oder spätestens nach einer Stunde hat man da doch ganz gut reingefunden.
Insgesamt kann man hier bis zu Level 30 erreichen, indem man die verschiedenen Dinge macht, wie sammeln, Dinge umbringen oder Dinge herstellen. Und kann dann immer nach und nach bessere Sachen freischalten. Bessere Baustrukturen, bessere Zauber oder auch besseres, ich nenne es mal Utility-Zeug. Damit meine ich so Dinge wie beispielsweise die Besen, die man herstellen kann und auf denen man dann sehr langsam fliegen kann. Man kann Sprintzauber haben, der sehr lange anhält und sehr praktisch ist dementsprechend. Und man kann auch dann später Flugessenzen freischalten bzw. craften. Flugessenzen sind quasi wie der Besen, man kann also damit rumfliegen. Allerdings verbraucht man währenddessen eben Mana, dauerhaft. Und wenn man keine mehr hat, dann fällt man eben vom Himmel. Und endet als rote Pfütze. Kein schönes Erlebnis. Ansonsten hat man beim Gameplay die Wahl zwischen First Person oder Third Person, wobei ich sagen muss, es ist keine echte Wahl und daher kann man es eigentlich auch rausschmeißen. Denn First Person sieht erheblich besser aus, denn die Charaktermodelle aktuell sind, naja, sagen wir, sie sind sehr rudimentär noch. Die Animationen sind nicht gut, die Texturen sind alle sehr, sehr low-res, würde ich fast schon sagen. Sie sehen nicht gut aus. Fassen wir es so zusammen. Aber Third Person bringt eben spielerisch einige Vorteile. Man sieht einfach erheblich mehr, gerade wenn man auf einem PvP-Server unterwegs ist. Und wenn man mehr sieht, schadet das ja auch durchaus nicht. Aber ich würde sagen, die Third Person kann man rausschmeißen in diesem Spiel. Reine First Person hätte hier auch gereicht. Denn man kann auch so die ganze schöne Welt erleben. Und die Welt, muss ich sagen, ist schon zum jetzigen Zeitpunkt wirklich eine Augenweide. Klar, es fehlt noch das ganze Polishing. Keine Frage, das wird noch kommen. Wie gesagt, das Spiel ist noch nicht mal im Early Access gerade. Aber die Welt an sich ist sehr interessant. Stellt euch eine mittelalterliche Fantasy-Welt vor, mit Burgen und Ruinen und Wäldern, nur eben mit einer gewissen Portion Magie dabei. Man hat überall verschiedene leuchtende Kristalle, die da in der Welt stehen, die man dann auch nachher erfarmen kann, wenn man den Zauber freigeschaltet hat. Geht auf Level 3, 4, irgendwo da. Und man kann überall fluoreszierende Pflanzen finden, was gerade bei Nacht zu einem ziemlich coolen Anblick, dabei trägt. Denn alles ist ziemlich dunkel wie in einem Survival-Spiel sonst üblich und man hat eben diese Lichteffekte mit dabei. Ziemlich cool. Ah ja, Tag-Nacht-Wechsel gibt es übrigens auch und naja, habt ihr ja in dem Video dann schon gesehen. Ansonsten sehr viele Wälder und das sieht auch wirklich aus wie ein Wald. Man hat 3D-Gräser dabei, wovon ich immer ein sehr großer Fan bin, von all diesem Foliage, was auf dem Boden rumliegt. Das trägt eben sehr viel zur Stimmung mit einfach bei, also wenn es irgendwo nur eine Textur ist, die über den Boden gelegt wird. Auch hier kann man natürlich noch nachbessern, einige Texturen sind nur so Pseudo-3D, aber wie gesagt, die Unreal 4 Engine kann da ja einiges mehr und ich hoffe, dass sie da im Laufe der Early Access Phase dann noch einiges nachbessern. Grundsätzlich kann man also sagen, Citadel Forge with Fire ist wirklich ein gutes Grundgerüst, auf dem man aufbauen kann. Es hat ein interessantes Konzept, auch wenn man es im Prinzip zusammenfassen kann als Ark mit Magie, aber ansonsten, wie gesagt, sehr interessant. Ich würde mir vielleicht noch ein Tutorial wünschen, gerade für eben Nicht-Survival-Spieler wie mich, denn man muss halt erstmal ein bisschen reinfinden, was man so machen kann und sollte. Und naja, aktuell ist es halt noch so ein bisschen unrund, der Polish fehlt doch an einigen Stellen, ein paar Texturen sind schwach, die Performance muss auf jeden Fall verbessert werden. Ich glaube, aktuell sollte man mindestens eine GTI 950 haben, wobei ich weniger habe und es halbwegs spielbar war. Ich hatte immer so um die 30-40 FPS, das war in Ordnung, ich würde mir aber mehr wünschen auf Dauer. Die Animationen sind halt wirklich unrund, also wenn man in die Third Person wechselt, finde ich, das ist im Moment nicht spielbar. Und wenn man in der First Person ist, hat man diese Arme, die sehen einfach sehr, sehr seltsam aus, aber man kann dafür immer eine Rüstung später craften. Dann sieht es zumindest besser aus. Aber wie gesagt, das Ganze ist noch nicht einmal im Alpha-Stadium gerade. Da ist so etwas noch zu erwarten. Immerhin gibt es aber jetzt schon einiges zu sehen und es fühlt sich auch um einiges runder an als Dark and Light und naja, deren Early Access-Probleme. Auch wenn ich es nicht gespielt habe, sondern nur vom Hörensagen hatte. Das soll ja ein bisschen, problematischer gelaufen sein. Das hier ist auf jeden Fall eine willkommene Alternative zu dem ganzen Genre, zu Ark und Dark and Light und es ist auf jeden Fall nicht die schlechteste Idee, das Ganze so stark auf Magie zu trimmen, womit es natürlich zu DNL direkte Konkurrenz ist. Aber ich finde, Citadel Forge with Fire macht da doch einiges richtig und ja, ist ein gutes Grundgerüst. Allerdings ist es nicht gänzlich ohne Probleme, denn gerade die Serverarchitektur hat doch einige Schwierigkeiten bereitet und zu vielen negativen Bewertungen der Beta bei Steam geführt. Die Beta kann man jetzt nicht mehr einsehen, aber ja, es war halt schon relativ negativ, denn viele Leute konnten sich nicht auf die Server einloggen. Das Ganze ist so, dass nicht alle auf einen Server geworfen werden, sondern es zig verschiedene gibt für eben etwas weniger Spieler. Und man kann natürlich auch eigene Server stellen, aber zumindest bei den Servern in der EU hat bei mir gar nichts funktioniert. Es gibt PvE-Server, es gibt PvP-Server. Beide haben nicht funktioniert, sodass ich dann irgendwann auf einen US-Server gewechselt wurde und zumindest wenn man an der Ostküste einen gewählt hat, dann ging es halbwegs mit dem Ping, aber optimal ist das natürlich nicht. Ich stelle mir dann grundsätzlich auch die Frage, die ersten Level sind nett gewesen,
Aber was ist das Endgame des Spiels? Das mag von der Perspektive kommen, dass ich kein Survival- oder Sandbox-Spieler bin im Generellen, aber ich weiß irgendwie nicht, wohin das Ganze führen soll. Und was will das Spiel eigentlich sein? Survival? Ohne richtige Survival-Elemente? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Wie gesagt, ich finde das Spiel gut von dem, was ich jetzt gesehen habe und wahrscheinlich werde ich es mir auch im Laufe der nächsten Wochen irgendwann anschaffen. Der Early Access startet ab dem 26., also am Mittwoch, und wird für $25 erhältlich sein. Dann wird das ganze Spiel noch so ungefähr ein halbes Jahr entwickelt und der Release ist für Anfang 2018 geplant. Ich werde auf jeden Fall die Entwicklung weiterverfolgen und dann wahrscheinlich hin und wieder mal reinschauen, wie das um das Spiel denn steht. Denn, wie gesagt, das Grundkonzept sieht sehr vielversprechend aus. Ich kann euch also nur empfehlen, es euch selbst einmal anzuschauen. Und damit auch vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.